einfach Freude, dieses Singen und diese Gemeinschaft. Ein Männerchor ist was ganz Besonderes. Der Potsdamer Männerchor hat was zu sagen. Seit 1848 existiert dieser Chor. Seit 164 Jahren. Nicht? Gegenseitige Achtung und Freundschaft schweißt zusammen. Eigentlich ist es wie eine große Familie. Wir schlenkern zwar miteinander und feixen miteinander, aber wir vertrauen uns immer wieder. Das ist ganz prima. Das ist ein Zusammenhalt dann durch das gemeinsame Singen, den man beruflich sonst kaum hat. Diese Sache hat mich eigentlich die ganzen Jahre gehalten. Und wir haben dadurch viele Freundschaften gepflegt und sind entstanden. Und wir kennen uns ja nur all die Jahre, sind zusammen alt geworden und das schmiedet natürlich zusammen. All die Jahre, für Ronald Reuter sind es über 40. Seit 1968 steht er dem Potsdamer Männerchor vor. Aus dem jungen Chorleiter und den jungen Sängern von einst sind rüstige oder gemütliche, aber stets sangesfreudige ältere Herren geworden. Im Probensaal des Potsdamer Nikolaisaales proben sie jeden Dienstagabend, sitzen in grün, blau oder beige karierten Hemden, die Brille auf der Nase in vier Reihen und schauen auf Herrn Reuter. Sein Elan und seine Geduld scheinen seit 40 Jahren ungebrochen. Die große Schwierigkeit des Männerchors ist, dass die hohen Töne und die Melodie, ja der Tenor singt und der Tenor meistens schon aus älteren Herren auch besteht. Da muss man also sehr, sehr viel üben. Die anderen Stimmen sind nicht so problematisch. Die Tenöre sind aber allenfalls ein kleines Problem. Ein großes ist die Sorge um den Nachwuchs. Die Zeiten haben sich geändert. Verdiente Sänger wie der Präsident des Chores, Gerhard Schellhase, können ein Lied davon singen. Ich bin 1954 in den Potsdamer Männerchor eingetreten und mein Vater hatte mich mitgenommen. Der war nämlich auch Mitglied des Chores. Zu dieser Zeit war es eigentlich üblich, dass die Väter ihre Söhne leicht beeinflussen konnten, mitzukommen. Das ist ja heute nicht mehr so. Als ich den Chor übernommen habe, hat der Vorstand geklagt, der Chor wird langsam zu alt, das Durchschnittsalter ist 46 Jahre. Jetzt klagt der Vorstand, der Chor wird langsam noch älter, jetzt ist das Durchschnittsalter 66 Jahre. Dazu braucht man keinen Kommentar mehr zu sagen. Was unser Präsident gesagt hat, alle Väter haben die Söhne mitgebracht, wir haben alle Söhne, nicht ein Sohn singt im Chor. Aber wenn der Chor auch älter wird, weniger Mitglieder werden es nicht. Neuzugänge gibt es immer wieder, oft Männer, die ihr Berufsleben schon hinter sich haben. Warum sollen sie nicht mit 65 noch in den Chor kommen, wenn sie noch gesund sind und singen können? Und das ist ja auch eine Gemeinschaft gerade für Rentner und für alleinstehende Männer. Und die sich freuen, eine Gemeinschaft zu haben. Und das schweißt zusammen und hilft denen zu überleben im Alltag. Ganz hat man die Hoffnung nach frischem Blut allerdings noch nicht aufgegeben. Helfen soll eine junge Frau. Blond, hübsch, sieht aus wie Ende 20, behauptet allerdings Ende 30 zu sein. Mit Isabella Karpinski, der Nachfolgerin von Ronald Reuter, wird seit 1848 erstmals eine Frau am Pult des Männerchors stehen. Alle sind gespannt und froh gemut. Da kommt mir eine große offene Welle entgegen. Also ich denke, das wird gut. Ja, und der Vorstand erhofft sich ja auch, dass vielleicht doch ein paar mehr jüngere Herren dazustoßen, sich das doch überlegen. Naja, so eine junge Frau vielleicht hat doch ein paar andere Impulse und dann kommt da vielleicht der ein oder andere doch dazu. Ob das so hinhaut, bin mir nicht so ganz sicher, aber... Wir wünschen es. Im deutschen Land sind wie bekannt die Frauen schön. Oh.
Aus Potsdam ist der Männerchor nicht wegzudenken. Fast jedes seiner Konzerte im Nikolaisaal ist ausverkauft. Unzählige Auftritte, Konzerte, Feste hat Chorleiter Ronald Reuter mit seinen Sängern erlebt. Aber fragt man ihn nach dem Schönsten, muss er keine Sekunde überlegen. Also für mich war es unfassbar, dass dieser Laienmännerchor zum 150. Jubiläum in der Berliner Philharmonie gesungen hat. Und das ist unvorstellbar, was dahinter steckt an freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit. Und dass uns das gelungen ist, dieses Konzert zu machen, das war für mich das Allerschönste. Das war für mich bis jetzt der Höhepunkt des Chorlebens.